Aber uns fehlt ja noch das 2:1. Auch entsprungen aus einer Standardsituation, nämlich Handelfmeter für Mönchengladbach, weil Hövedes da ihre Hand rausgefahren hat. Ja, ist das die Verkörperung der Körper, die Vergrößerung der Körperfläche oder wie siehst du das? Ja, ich habe es im Fernsehen ja auch gestern gesehen. Also das ist für mich keine Muss-Entscheidung. Also er grätscht rein und jeder, der ja auch und als Abwehrspieler reingrätscht, dann gibt es halt Bewegungen, wo du deinen Arm ja nicht kontrollierst. Also es ist ja keine bewusste Vergrößerung. Man kann das sicherlich so sehen als Schiedsrichter, wo es ja auch sehr schnell geht. Wenn man reingrätscht und aus so, mit so einem Tempo kommt, um die Balance zu halten, dann grätscht man nicht mit den Armen nach unten. Also das kann man so sehen. Aber muss man aber nicht muss so man, sehen. Muss man ja, nicht so sehen. Würde Rüdiger auch sagen. Der Arm mit den Händen hin, wenn er schon mal reinrutscht. Man hat eben zwei Arme in der Regel. Und in dieser Geschwindigkeit, das kann man gar nicht kontrollieren. Also es ist immer eine Regelauslendung, Auslegung und eine besondere Sensibilität, die der Schiedsrichter Tage bringen muss. Aber der Schiedsrichter hat jedes Recht, dieses Ding zu pfeifen. Klar. Und damit ist er sauber. Ja, aber die Regel ist bescheuert, weil die kapiert ja keiner. Die Spieler selbst sind desinformiert, die brauchen dringend mal einen Lehrgang. Die sagen, du hast nach jedem Spiel hast du 20 verschiedene Definitionen von Handspiel. Die Regel muss vereinfacht werden, dann ist Ruhe im Karton. Das Überraschende ist, dass sich Lucien Favre, der Trainer des Gegners, gestern auch darüber hochgradig erregt hat. Bitteschön. Für mich ist es smart and hands, aber es ist zu hart, eine rote Karte. Für mich, ich war lange Fußballer, ich bin seit lange Trainer. Wer fordert das? Ich weiß nicht, es kommt von oben. Die haben vielleicht nicht viel Ahnung und so. Aber wie erstaunlich ist das dann, dass der Trainer des Gegners sagt, die rote Karte für Hövedes ist zu hart? Oder wie fair ist das? Ja, das ist der Gentleman Lucien Favre, der weiß, dass das den Schalker noch ein bisschen das Genick gebrochen hat. Es kommt von oben, kann er ja auch den Fußballgott gemeint haben, der in Gladbach ja zur Zeit ist. Also,